Mann, gut, dass wir aus dem Sturm raus sind, oder? Okay, suchen wir die Pylonensteuerung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder Goody und zockt mit euch ReCore und bekommt gleich direkt sofort zum Starten Erfolg. Ach, du hast den Eingang zu Pylon 512 gefunden. Sehr schön. Gucken wir hier mal auf die Map. Da ist nichts drauf. Was ist hier? Transferplatte, genau wie die in unserem Crawler. Sehen wir sie uns an. Konsole verwenden. Da scheint etwas im Zwischenspeicher festzustecken. Was ist das? Was sagt er? Ja, klar bin ich ein Mensch. Ich heiße Jule. Und wie heißt du? Violet. V10LT? Oh, dann sperrst du also die Transferplatten. Aber warum? Revolution? Okay, Revolution. Ich glaube, Violet hat ein paar Schrauben locker, wenn du verstehst. Glaube ich auch. Ah, gut, okay, naja. Violet. Violet ist durch. Ah, keine Ahnung. Wird noch irgendeinen Sinn haben. Unsere ersten Sonden auf Neu-Eden fanden seltene Mineralien auf der Oberfläche. Wir vermuteten, dass es unterirdisch noch viel mehr gäbe. Steuerung. Komm mit, Mac. Ah, nee, hier komme ich nicht hoch. Das ist zu hoch. Ach, boah, hab ich mich erschrocken. Mac, Mensch. Haben wir irgendwas auf der Map drauf? Pylon 512. Hier sind wir reingekommen, genau. Aktivieren. Okay, drei Türen sozusagen für mich zum Untersuchen. Ah, da oben ist auch eine Tür. Nehmen wir erstmal die da oben. Achso, da zeigt der grüne Pfeil sowieso hin, also der Marker. Hat sich das. Ich dachte. Ah ne, ich hasse ja eine Lootkiste. Die Lootkisten hier sehen nämlich auch so aus. Sieh mal, das Schloss dieser Tür ist irgendwie farbkodiert. Was ist denn? Was ist? Wo ist er? Ah, da! Ah, cool. Na, sag ich doch, die Blutkisten sehen hier so aus. Und Überraschung. Ah, rotes Affinitäts-Upgrade. Jetzt haben wir die erste Farbe. Munitionsverstärker. Vielleicht hilft und wieder ein Erfolg. Tippe an, um dein Gewehr in den roten Feuermodus zu schalten. Wenn die Farbe deines Angriffs identisch mit der Farbe des Ziels ist, richtest du mehr Schaden an. Oh, wenn meine Waffe die Farbe ihres Kerns hat, haben die überhaupt keine Chance.
Ah, okay. Dasselbe halt, wenn ich meinen Sonderschuss da mache. Feuere ein HV-Switch mit passender Farbe, um ihn zu aktivieren. Ein HV-Switch? Feuere ein HV-Switch. Ach, das Ding oder wie? Ah, ja. Guck mal. Muss mit der Fassung verbunden sein. Aber alle Energiezellen fehlen. Sammle alle Energiezellen? Ach, hierfür. Ein Zellenbot. Ah. Ich weiß, wo du hingehörst, kleiner Kerl. Komm mit. Ja, rein, ne? Da waren es noch 5 to go. Und hier kann ich jetzt nichts machen, ne? Oder? Aber da steht doch mein Dings noch. Mein Questmarker sozusagen. Shit. Nee, nur eine Tür. Noch einer, cool. Ringkernweiß. Damit komme ich auf die andere Seite. Was habe ich hier? Ach, hier, schaut mal hier, so ein Lebensupgrade. Ist das hier auch eine Lootkiste? Ja, anscheinend nicht. Na doch, das ist hier so ähnlich wie auch bei Ratchet & Clank. Ne? Alles zerschießen, dann kommen da halt, hier kommen halt keine Schrauben raus, sondern halt irgendwas. So, damit komme ich auf die andere Seite, aber ich will erstmal da oben gucken. Ist das eine Lootkiste? Auch nicht. Also gesagt, hier wären so viele Kisten drin. Hier ist das keine Lootkiste. Laufe durch Ringe, um Boost und Doppelsprung wieder aufzuladen. Ha! Scheiße. Irgendwie war es falsch. Nochmal. Nochmal. Also. Springen, Boost, springen. Ja. Und da oben ist auch noch eine Plattform.
Ja. Ah! Weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. Ah, kommen wieder Dinger raus. Okay. Ja, ist echt wie bei Ratchet und Clank. Doch, das muss so eine Kiste sein. Nee, hinter mir soll eine Kiste sein. Ach hier, die sehen doch ein bisschen anders aus. Bitte was Gutes. Ein Bauplan Weiße Knochenjäger K9 Hinterbeine. Ah, okay. So, mal die Bots hier abliefern. Wie viele habe ich jetzt? Habe ich genug? Ne, fehlt noch einer, wa? Ne, fehlt keiner. Den Kern extrahieren. Dann war es das jetzt hier drin, oder? Ah ne, da oben ist so eine Kiste hier. Da gucke ich gerade drauf. Da. Ach, da ist auch was aufgegangen. Nee? Kann ich mir nicht zweimal sagen. Ah, doch. Ein Bauplan weißer beißer Hund K9 voller Beine. Mein Controller vibriert, aber das ist wahrscheinlich wegen der Kiste, die ich eh schon habe, ne? Schätze ich mal. Ich denke mal, jetzt sind wir hier fertig. Jetzt haben wir noch zwei. Na passt ja, zwei Kerne fehlen uns noch. Okay, das hat nicht geklappt. Ah, shit. Habe ich vorhin alles gar nicht zerschossen, deswegen. Hier vibriert gerade mein Controller schon wieder. Keine Ahnung. Ich gucke mal, ob auf der Map eine Kiste ist. Gehen wir erstmal hier lang.
Ach, Kern einsetzen. Eins. Was eins? Geht nicht. Muss ich vielleicht doch erst unten rein. Oh, was ist das denn da? Schaut mal. Komme ich da hin? Eine abgenutzte Niete. Bin ich jetzt nur für eine abgenutzte Niete hier hoch? Ah ne, hier auch noch diese Dinge. Da steht immer gar nicht, was man da genau einsammelt, ne? Noch mehr ist hier nicht, ne? Ja, vielleicht muss ich erst doch unten in den anderen Raum rein. Ah, wieder vorbei, Gudi. Ne, das muss eine Lootkiste sein, ne? Ja. Oh, 18 E-Wandler, 14 gelbe Fusion und dann hier so ein paar Items. So ein paar Crafting-Materialien. Weg da. Oh. Lass mir den roten wegmachen. Hinter mir muss noch ein roter sein. Ach schade, er hatte irgendwie sofort auf der Extraktion, aber habe ich nicht mehr getroffen. Irgendwie vibriert mein Controller schon wieder. Ne, hier sind wir gerade reingekommen, ne? Ja, hier sind wir gerade reingekommen. Da müssen wir hin. Ja, da ist auch eine Kiste, seht ihr? Deswegen hat wahrscheinlich mein Controller vibriert. Und da oben ach da, das sind Stäbe. Lebt noch. Ach. Was macht das? Was macht der Schalter? Keine Ahnung.
Da hinten ist offen. Ah, jetzt ist zugegangen. Aber wie soll ich denn da rüberkommen? Schaffe ich doch nicht zu springen. Seht ihr? Puh. Heben wir uns mal für den Rückweg auf. Wir müssen eh erstmal hier durch. Hörst du das auch? Da muss noch einer dieser Kerne in der Nähe sein. Ist das hier? Ja, kann ja auch nicht reingehen. Ah, aber wieder so eine Lootkiste. Auf mit dir. Wieder ein Bauplan drin. Der Kern muss hier irgendwo sein. Mac, kannst du ihn finden? Nee, hat nichts gefunden, oder? Ist das noch eine Lootkiste? Ja, ne? Was haben wir denn hier? Boah! 4 Baupläne, geil! Vielleicht mal genau hier hingehen, hier drückt halten. Sehen wir nach, ob hier was ist. Ah! Greifst du das an oder ist das? Aber Junge. Nee. Das ist Nummer 2. Und mit Nummer 2, jetzt kann ich hinten wahrscheinlich diese Tür aufmachen. Oh. Ich würde gerne hier rüber noch. So, da ist jetzt offen. Ah, das wird sein, aber dass ich auf diesen Kristallen dazwischen lande. Halt, ist das hier Loot? Ja, Loot. Nochmal ein Bauplan. Cool. Mehr ist er ja nicht, ne? Nee. Und da oben muss ich wieder raus. Hier vibriert auch immer mein Controller. Na
das ist ja kaputt, ja, ne? Oh, wir überziehen schon ganz schön. Ich versuche aber irgendwie diesen Pylon noch schnell abzuschließen. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch viel kommt. Wir gucken jetzt mal. Wir bauen jetzt mal den Kern ein. Los, suchen wir. Nee, geht auch. Ach doch! Oh, wieder ein Boss hier, der wieder so ein Prisma-Ding da im Schädel. Schädelbrecher, Vollstrecker von Pylon 512. Gut. Der letzte Kern ist in dem Kopf von dir gesehen. Voll anreißen, Max. Ah, okay, das geht nicht. Neben uns irgendwas. Sofort-Extraktion, cool. Oh shit. Cool. Und das ist der letzte Kern. Zurück zum Kontrollraum, Kumpel. Ist da noch was drin? Nee, hier gibt's nichts drin, glaube ich, oder? Hä? Mac, was wählst du? Los, Mac, such! Nee. Hm, okay, ich dachte, er hat irgendwie was gefunden. Die wollte ich gerade noch mitnehmen. Ah, da oben ist immer noch eine Tür, ne? Da ist auch eine Kiste. Ah, keine Ahnung. Das geht immer noch nicht. Doch. Laufen. Der Pylon funktioniert wieder. Sehen wir uns das von draußen an. Palast das Steuerzentrum. Das machen wir noch gemeinsam. Wo es jetzt schon ganz lange ist. Alter, oben ist für mich. Ah, Erfolg. Terraformer. Nee, nichts Besonderes. Na gut, vielleicht war es auch nur
Das ist doof, kann ich auf der Map gar nicht sehen, ne? Was, ob ich alles eingesammelt habe. Da stand ja vorher irgendwie so und so viel Schätze oder so und so viel Kristalle. Genau. Okay. Wie funktionieren diese Transferplatten nochmal? Okay. Eine Transferplatte auf der Karte wählen und zu ihr reisen. Mehr Platten für mehr Reiseziele. Ah, Schnellreisestation. Kapiert. Ja gut, aber wir sollen jetzt zur Oberfläche zurückkehren. Machen wir uns auf den Weg, Violet. Ich kann gar nicht schnell reisen, irgendwie. Alter, aber hier sehe ich. Ah, seht ihr, da fehlt mir noch was. Noch eine Truhe fehlt mir und ein Prisma-Ding. Na gut, da haben wir jetzt keine Zeit für das zu suchen. Das letzte wäre jetzt eh schon lange. Gehen wir mal schnell an die Oberfläche zurück. Ja gut, aber ich denke mal sowieso, jetzt werden das Ladescreen. Wir haben jetzt Pylon 512 geschafft. Den Erfolg haben wir ja bekommen. Dass wir an dieser Stelle sowieso dann jetzt Feier machen können. Die Folge war jetzt auch wirklich mehr als lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst doch bitte auf alle Fälle einen Daumen nach oben da. Teilt das Video, wenn noch nicht geschehen. Und abonniert den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Weil verpasst ihr hier einfach nichts weiter Neues zu FreeCore. Ich finde bisher wirklich ein fantastisches Spiel, was sich wirklich richtig rentiert. Ich werde auf alle Fälle auch Guides dazu machen. Das sage ich euch gleich schon mal für die ganzen Sammelgegenstände. Und so weiter und so fort. Ja, warten wir noch ruhig. Ja, warten wir ruhig sicherheitshalber noch mal ganz kurz hier ab. Nicht, dass jetzt hier irgendwie noch mal so 5 Sekunden Mini-Story kommen. Und dass wir die dann verpasst haben. Deswegen, da sage ich mal ruhig, warten wir ganz kurz hier den Ladescreen ab. Auch wenn wir jetzt schon bei 33 Minuten sind. Das geht ja gar nicht eigentlich. Tippe RS an, während du ein Ziel, um zu einem anderen Ziel zu wechseln. Ah ja. Gegner können ausweichen, sodass seine Zielanvisierung verzögert reagiert. Wieso denn verzögert? Ah ja gut, dieses Auto-Aim wahrscheinlich, ne? Mit X antippen holen wir unser Hundi zurück. Das haben wir vorhin schon gesehen. Einsames Becken, aber gefällt mir bisher ausgezeichnet so. Ah, seht ihr? Kommt nämlich die Story. War klar. Oh. Dort, Mac. Der Sturm hat jede Menge Sand verweht. Seltsam. Ich empfange ein Signal von einem alten Notsender hinter dem Tor. Der Sturm muss wohl das Signal blockiert haben. Komm schon, Mac. Wir sehen uns das mal an. Die Welt von Neu-Eden. Der Sand hat sich bewegt und neue Abenteuer offenbart. Du kannst jetzt nach Belieben abseits der Haupthandlung die Welt erkunden, suche nach Verließen, in denen herausfordernde Gegner reichlich Beute bewachen, sammle Baupläne, Fertigungsmaterial, Kerne und Erfahrungspunkte, indem du umherziehende Kernbots besiegst. Upgrade deine Kernbot-Begleiter an der Werkbank in Jewelscrawler. Gut, okay, jetzt sind wir wirklich durch. Ich sag bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.